Ja, also wenn ich in der traditionellen Vorlesung bin und habe eine heterogene Gruppe, das ist ja sozusagen der Worst Case, ne? Weil ich die heterogene Gruppe habe, sie aber mit demselben Vortrag 90 Minuten lang versehe, ohne auf individuelle Unterschiede eingehen zu können. Dadurch, dass ich die Vorbereitung oder das, wie soll ich sagen, das Lernen, um sich selbstständig auf Verstehenslevel zu bringen, ne, dass ich das auslagere, biete ich ja gerade Raum für die Berücksichtigung von Heterogenität. Ich kann unterschiedliche Vorbereitungsmaterialien zur Verfügung stellen, um unterschiedliche Vorwissensniveaus zu bedienen. Ich kann ergänzende Materialien zur Verfügung stellen und sagen, also wenn ihr den Begriff nicht kennt, dort könnt ihr euch nochmal über diesen Begriff informieren und alle die, die den Begriff kennen, müssen das dann nicht mehr tun und so weiter. Das heißt, durch die Tatsache, dass diese Vorbereitungsphase individualisiert stattfindet, ja, schaffe ich mir erst die Möglichkeit, so richtig heterogen zu arbeiten mit den Studierenden.